Offizieller Außentermin als Ministerpräsidentin des Saarlandes zu einer Automobilmanufaktur führt. Ich denke, so kann man das sagen. Herr Schuster hat eben darauf hingewiesen, das Saarland ist ein Autoland. Wenn man sich kurz Revue passieren lässt, 1960, Ankündigung der Ansiedlung von Bosch. Ungefähr 10 Jahre später hat mein Amtsvorgänger Franz Josef Röder den ersten Ford vom Band gefahren, und heute ist das Saarland als Automobilzuliefererstandort die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 5 europaweit. Das heißt, die Tatsache, dass wir auch aus der Wirtschafts- und Finanzkrise so gut wieder herausgekommen sind, das hat etwas auch mit unserer industriellen Struktur zu tun, und das hat etwas auch mit dem gesamten Automobilbereich zu tun. Und deswegen ist es, glaube ich, für den heutigen Tag mehr als nur ein Symbol, wenn die saarländische Ministerpräsidentin ihren ersten offiziellen Außentermin im Automobilbereich hat. Das ist auch ein Versprechen für die Zukunft, dass diejenigen, die im Automobilbereich Verantwortung tragen, tätig sind, auch in Zukunft bei der saarländischen Landesregierung immer ein offenes Ohr und immer Unterstützung erfahren werden. Wir wissen, was wir an unseren Unternehmen haben, die in welcher Form auch immer in diesem Bereich tätig sind. Und deswegen werden wir hier, dort wo es möglich ist, auch die entsprechende Hilfestellung leisten. Ich darf Sie ganz herzlich dazu beglückwünschen, dass es möglich war, diesen Auftrag an Land zu ziehen und damit, ja, man kann sagen, einen Quantensprung auch mitzumachen, auch auf den chinesischen Markt. Es hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Land, was die Wertschöpfung anbelangt, unmittelbare Auswirkungen auch für rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier Arbeit gefunden haben. Und deswegen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön allen, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich war. Ich hoffe, dass diesem Auftrag viele weitere folgen werden, und wünsche natürlich den Fahrzeugen, um die es heute geht, und die stehen im Mittelpunkt, allzeit gute Fahrt. Herzlichen Dank.